Also die heute beste Lösung bei der operativen Behandlung der Stuhlinkontinenz ist die Implantation eines Schrittmachers bzw. Neurostimulators, der an die sakralen Nerven gelegt wird. Das heißt, das sind die Nerven, die im kleinen Becken aus dem Kreuzbein austreten und die Beckenbodenmuskulatur versorgen. Der Schrittmacher, den wir für die sakrale Neuromodulation einsetzen, setzt ständige Impulse frei, die aber, so wie beim Herzschrittmacher, der Patient nicht spürt. Also die Stuhlinkontinenz betrifft mehr Frauen, eindeutig mehr Frauen als Männer. Also eine Sondergruppe der Patienten, die wir mit dieser sakralen Nervenstimulation und diesem Schrittmacher für den Darm versorgen, sind neurologisch Erkrankte und hier speziell an Multipler Sklerose Erkrankte. Und wir hatten jetzt insgesamt 2 Patienten in der letzten Zeit, wo wir diese Schrittmacher implantiert hatten. Und der letzte war ein jüngerer Mann, den es so getroffen hatte, der schon mehrere Jahre diese Multiple Sklerose hatte und über entsprechende Beschwerden klagte, sodass wir da die Indikation stellten. Ja, vor der Operation habe ich halt wirklich eine Leidenszeit mitgemacht. Ich hatte immer Probleme mit dem Stuhl. Es war einfach nur Durchfall. Es war wieder Verstopfung. Das so immer im Wechsel. Und dann hat sich ja zugesellt noch, dadurch, dass ich MS-Patient bin, die Blase. Ich konnte die Blase nicht mehr richtig alles halten und das hat unheimlich Probleme gemacht. Ich habe das soziale Umfeld komplett verloren. Ich war einfach nur immer nur in der Wohnung. Ich hatte Angst, vor der Tür zu gehen, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt das Haus verlasse, es könnte sein, dass ich mir gleich in die Hose mache. Ist schon ein paar Mal passiert und da wird man vorsichtig. Ich habe hier ein Modell mitgebracht der unteren Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule. Und Sie sehen hier schon, wie an den Wirbelkörpern die Nerven austreten. Die Nerven, um die es bei uns geht, die uns interessieren, das sind die sogenannten Sakralnerven, weil dieser Knochen hier heißt Kreuzbein oder Os Sacrum. Und diese Nerven, die hier rauskommen, die sind unsere Zielnerven, speziell der dritte Nerv. Der dritte Nerv von oben, man zählt hier 1, 2, 3, 4. Ein fünftes Loch gäbe es auch noch, ist aber völlig irrelevant. Für unsere Operation und für den Erfolg ist, dass wir diesen dritten Nerv, den sogenannten S3-Nerv, stimulieren. Man kann das auch nochmal von hinten zeigen. Das kann man hier abnehmen. Und dann sieht man hier, wie aus dem verlängerten Rückenmark diese einzelnen Sakralnerven hier entlanglaufen. Das ist bei allen Menschen gleich. Deswegen kann diese Operation auch überall problemlos durchgeführt werden. Die Patienten liegen im Operationssaal in Bauchlage und wir führen dann diese Elektrode ein. Die Elektrode zeichnet sich dadurch aus, dass sie vorne 4 Metallkontakte hat, an denen der Strom sich auf den Nerven überträgt. Und hier hinten sind 4 Widerhaken, die sich dann im Weichteilgewebe verhaken, sodass die Elektrode nicht verrutscht. Und am Ende, das zeige ich Ihnen dann noch, wird der Schrittmacher angeschlossen. Die Elektrode führen wir also in dieser Lage ein, dass wir jetzt hier das dritte Loch nehmen, 1, 2, 3. Das machen wir unter Röntgenkontrolle und führen dann hier quasi nach einer Vorarbeit durch eine Hohlnadel, können wir diese Elektrode hier einführen und an diesen Nerven legen. Das sieht dann von vorne so aus, dass die Elektrode an dem Nerv zu liegen kommt. Und es ist auch in Wirklichkeit so, dass die Elektrode mit den 4 Kontakten so schräg über dem Nerv verläuft. Das heißt, man kann dann im Operationssaal immer 2 von diesen 4 Elektroden zusammenschalten und hat hier also ein größeres Spektrum. Wenn das jetzt nur ein Kontakt wäre, würde das sehr viel schwieriger sein, das richtig zu platzieren. Und hier hat man jetzt diese 4 Kontakte. Und kann also dann hier zwischen dem obersten und dem untersten und den Kontakten dazwischen die Leitung herstellen. Und dann wird dieser Schrittmacher angeschlossen. Der ist nur so groß. Die Batteriedauer ist heutzutage 7 bis 8 Jahre. Und dieses Ende der Elektrode, was auch wieder diese 4 Kontakte hat, wird dann hier eingeführt. Dann wird das noch festgeschraubt und damit ist die Sache erledigt. Der Schrittmacher selbst wird dann unter die Haut im Beckenbereich, im Gesäßbereich versenkt und die Haut verschlossen. Und damit ist das ganze System quasi unter der Haut versenkt und braucht keinen äußeren Zugriff mehr.
Also ich habe eine Fernbedienung für diesen Schrittmacher. Da kann ich den Schrittmacher dann einschalten, ausschalten. Ich kann damit auch die Intensität einstellen. Das heißt, wenn ich sage, Probleme werden ein bisschen schlimmer, dann stelle ich ein bisschen Strom höher. Das geht wunderbar. Der Vorteil der sakralen Nervenstimulation liegt eindeutig darin, dass es eine fast minimalinvasive Methode ist, fern vom Zielorgan. Das heißt, ich lege die Elektrode unter absolut sterilen Bedingungen vom Rücken aus an die Nerven im kleinen Becken und komme überhaupt nicht an irgendwelche kontaminierten Bereiche wie den After, sodass es praktisch keine Infektionsrate gibt. Und auch wenn der Erfolg ausbleiben sollte, wir machen ja eine Stimulationsphase von 2 Wochen, dann machen wir einen Auslassversuch von 2 Wochen. Und wenn es überhaupt nichts bringen würde, dann können wir die Elektrode auch völlig entspannt wieder entfernen und für den Patienten ist keinerlei Schaden entstanden. Ich bin in OP, ich bin aufgewacht, alles weg. Es war wunderbar. Das war dann ab dem Zeitpunkt war es neues Leben. Ich konnte wieder das Haus ruhig verlassen. Ich konnte wieder mit meiner Frau wieder was unternehmen, irgendwo hingehen, Restaurants und so weiter. Ich war wieder im Leben. Ja.